Hallo Leute, heute ein etwas anderes Spiel. Heute in Rise of the Immortals. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, welches man auf Steam oder auch einfach nur im Internet erwerben kann. Es ist so, es hat das Spielprinzip von Dota. Es ist etwas simpler, zumindest also es ist simpler als LOL, also League of Legends. Macht ein bisschen Spaß, ist jetzt nicht das Top-Spiel. Wirbt auch viel hier unten rechts mit Free Coins und all so Scheiß. Hat auch noch nicht viel Auswahl an Helden, aber macht trotzdem etwas Spaß. Ich habe jetzt hier einen. Wen habe ich genommen? Ich weiß gerade nicht, wie der Typ hier heißt, den ich spiele, aber er macht Spaß zu spielen. Und außerdem entschuldige ich mich, dass meine Nase etwas zu ist. Das ist, sagen wir so, das ist seit 5 Minuten so und ich kriege sie nicht mehr frei. Das ist echt gemein. Aber spielen wir erstmal eine Runde. Gehen wir in 5x5. Except. Jetzt heißt es noch etwas abwarten. Und schon sind wir drin. Ach, Nase zu sein. Nase zu ist fies. Aber was soll man tun? Und wir sind ein. Nee, ich kann es auch nicht sehen. Okay, wir sind irgend so ein Lichttypi, der halt seinen Schaden durch AOE-Attacken macht. Ja. So, Rise of the Immortals. Oder Rise of Immortals, aber ich finde Rise of the Immortals hört sich geiler an. Da sind wir auch schon drin. Wir haben auch wieder das typische Kaufprinzip. Ich hole mir jetzt hier das Torpedes Wand, was ein bisschen meine Cooldowns reduziert. Items kann man aufwerten. Nicht so wie in LOL zum Beispiel, dass man sich 2 Items holt, um sich ein höheres Item zu holen, sondern wir haben ein Item, das können wir quasi upgraden. Unser Item hat normal 5% Ability Cooldown Reduction. Auf dem ersten Upgrade hat das dann 10% und noch ein 2% Magic Resist, all solche Sachen halt. So, ich glaube, es ruckelt ein ganz bisschen bei euch. Ich habe nämlich auch gerade mit 20 FPS. Entschuldigt mich also, wenn das so bleiben sollte. Erst jetzt zu ändern wäre etwas blöd. Obwohl, ich könnte mal kurz hier. Einen Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe meine, meine Auflösung. Nicht mal Auflösung, sondern meine, Grafik-Test etwas niedriger gestellt. Auch von hoch auf Medium. So, unser erstes Skill, den wir auch geskillt haben, ist erstmal der E-Skill. Das ist unser, ich sag mal so, unser stärkster Flächendamage-Skill. Ich glaube, da backt sich gerade jemand. Und gegen 2 ist doch ein bisschen fies. Seht, das macht dieser Skill, der zieht die Gegner quasi da in die Mitte ran. Und ich weiß nicht, was der Skill macht, also hier laufen viele Loops rum, kann man auch sagen. Vor allem, weil es halt diesen schönen Erfolg in Steam gibt momentan. Und ich bin auch gerade recht noobig, wie man sieht. Das war schlecht, das ist das, was ich mit einem Wort gesagt habe quasi. Okay, weil das sind oben, das ist wieder ein typisches Wortprinzip. Komm. Ach, fuck. Und da habe ich verkackt. Aber nur weil mein Typ ist, mein Kumpel ist echt ein Bob. Ich weiß nicht, wie der jetzt fast gestorben ist, aber er ist gestorben. Mein Kollege ist auch ein Bob. Nur wie ich. So, für Stiefel reicht es nicht. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich hatte schon so drei, vier Matches, die sehr lustig ausgegangen sind teilweise. Vor allem, wie gesagt, laufen die teilweise echt solche Bobs rum, dass ich hiermit gefühlt 20 Kills rausgegangen bin. Das ist böse. Ah, blöd, das wieso laufen oben auf Top 2 rum? Das verstehe ich. Die! Unser zweiter Skill ist auch so ein Boden-Roffel-Loy-Skill. Ich werde ihn auch nicht sehen. Also, ist, wie gesagt, alles auf AOE-Flächenschaden rausgelegt. Ich hab schon. Ja, man macht hier auch so nach dem Zweiten. Ah, fail. Ist da reingelaufen. Das ist ein starker Champ, wo mein Geld lang ist, der jetzt gerade oben ist. Ah.
Ja, es kommt noch ein anderer Top. Was ist das denn hier? Bist du verarschen? Soll ich da noch nur andersweise gegen ankommen? Ja, er ist tot. Meine. So ein Kacku. So, wir porten uns erstmal zurück. Holen uns ein paar Sachen. Ich glaube, wir haben genug Geld. 974 Gold dürfte noch was reichen. Wir holen uns jetzt eben Stiefel, weil Stiefel Movement Speed geben und das brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Und schnell wieder hoch. So, was haben wir hier denn? Zumindest alle aus dem Team kaufen sich Items hier. Ich habe schon Teams erlebt, wo sich keine Items kaufen. Wie zum Beispiel der im Gegnerteam hier. Kauft sich keine Items, weiß ich zumindest. Da kann man nämlich von ausgehen, dass er nicht weiß, wie das geht, das Spiel. Finde ich auch sehr lustig. Aber jeder fängt mal Fallen an, nicht? Da hat er gut Schaden reinbekommen. So, mein Hauptskill ist auch dieser Vortex-Skill. Der Flächenschaden-Skill. Mein zweiter ist dann der U-Skill, mein dritter der E-Skill, weil E-Skill einfach nur Silence. Der sehr viel Schaden macht dabei. Doch, ich trau mich einfach mal zu. Nee, er ist nicht rausgegangen. Nee, nee. Haha. Gefickt. Was kommt denn? So. Aber ich hab schon wieder so wenig Mana. Was ist das Problem? Wir müssen ja auch entschuldigen, wenn ich viel kommentiere, das ist vor allem wegen meiner Nase gerade. Aber weil es so viel zu kommentieren gibt, ich versuche einfach nur ein bisschen Schach zu halten beim Gegner. Aber der hat hier, glaube ich, mich das selber live sehen irgendwie. Ja, das lasse ich erstmal. Oh, die nehmen jetzt gerade wieder das wirklich. Died, Minions. Aber was soll der denn jetzt hier oben? Ich komme allein noch zurecht. Das ist auch so typisch, dass ich verstehen. Ich meine, es ist so one-one oben, dann kommt doch oben. Aber nicht mal eine Situation zum Ganken, also so. Ja. Was setzt man Ganken? Scheiße. Soll ich lieber hier mit? Ach, das reicht nicht, wenn wir den Motor nicht mal. So, noch mehr Bälle gegen die XP. Ich habe mal die Hilfe vorne. So, ich muss auch sagen, die Ulti hier, die Arena of Death, ist eigentlich so die. Eine richtig scheiße Ulti, muss man sagen. Aber wenn die gleich nach sehen, wenn wir hier den unten nehmen, gleich hinlaufen. Oder wenn der Tower fällt, was er nicht tun geht jetzt. Ich kann es nicht verhindern. Und weg. Und wir porten uns weg. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Handschuhe kaufen und danach fange ich jetzt an, den Stab aufzuwerten. Also wie gesagt, das Spiel ist gar nicht so schlecht, also es macht schon ein bisschen Spaß, es ist halt ein bisschen simpler als LOL auch. Aber ich muss sagen, LOL macht mir trotzdem mehr Spaß, weil es halt komplexer ist. Das ist hier alles sehr simpel gehalten. Und ja, also LOL ist einfach trotzdem um 1000 Mal, 20.000 Mal besser. Auch wenn ich jetzt eigentlich Mitte gehe, was man nicht machen sollte, dann ist die ganze schon Tower pushen. Ach, wie sieht das denn der Tor denn an? Tor, hab doch hier jetzt angegriffen, weil ich das verpasst. Tja, okay, das war Kacklu. So,
so ein Kampf. So ein Kakno! Und wir laufen nach oben, weil es Spaß macht, weil es dumm ist und es Spaß macht. Und ich glaube, wir sind trotzdem am Verlieren, habe ich zumindest das Gefühl. Das ist ein bisschen zu anfangen. Ach, dieser Roboter ist es. Ah, jetzt kapiere ich schon. Folge ich vielleicht jetzt nicht gerade viele Formationen, aber es ist halt der Roboter. Und ich weiß nicht, was ich noch mache. Hat auch gerade gehalten. Ach, renn doch nicht zum Tor, Kleine. Bist du denn des Wahnsinns? Das ist ja überhaupt der. Das ist doch gar nicht schön. Double Killer, die Verarschung. Super! Ach, meine Güte, bin ich behindert. Tot? Nein. Ja, ich sag mal jetzt das trotzdem, obwohl ich es vermeiden will, von Tor angegriffen werden. Das ist so schnell. Ja, das hat Spaß. So, wir sind gleich wieder weg. Wir werden verfolgt. Wir werden nicht sterben, habe ich aber das Gefühl. Weil wir aus. Und zurückporten, kaufen uns was mit 1700. Sind, glaube ich, ein bis zwei Hit-Verbesserungen drin, ne? Ja, da hat er selbst verkackt. Warum ist er auch stehen geblieben? Schuhe, nee. Holen uns das und das. 2800. Das nicht. Das und das könnte ich mir holen. Dann mache ich erstmal hier Upgrade und Upgrade. Höherer Lauf, Movement Speed und höher und geringere Ability Cooldowns. Das ist doch was Schönes. So, sprinten wir los mit unseren neuen Schüchen. Ally has been slain. Doch, ja, doch mal. Aber die AOE-Attacken sind eigentlich viel zu stark. Die hauen so extrem rein teilweise. Attack! Und da hat sich immer noch kein Item gekauft. Doch, das war auch klar. Das ist ausgeführt. So, der Tower dürfte fallen mit 4 Champions und allen Gegnern tot. Oder sie waren tot. Oh!
Ja, wie so schneller als du. Oh, was war das denn? Oh, dieser Soso wird sterben, das kann ich ja, das sehe ich jetzt schon. Er ist tot, er wird so sterben. Oder? Oder überlebt er das? Oder? Nee, nee. Er macht jetzt einen Sniper-Schuss. Oder ist das seine Ulti? Ich weiß nicht. Er hat das überlebt. Das war Luck. Sehr viel Luck. Sollte man nicht überschätzen, dieses Luck. So, warte mal. Ja, bisschen mehr Mana. So, alles auf erste Stufe geupgradet. Ich weiß übrigens, ich muss auch noch dazu sagen, ich weiß nicht mal, ob ich Undead richtig spiele. Ich spiele nach Gefühl. Aber bis jetzt war es noch nicht schlecht. Und entschuldigt meine ekligen Nase hoch Ziehgeräusche. Tut mir echt leid. Also, dass wir da tragen. Und er ist tot. Und ich habe ihn so in den Arsch gefickt. In den Arsch. In den Arsch. Was ist hier? Oh, 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 fuck. Oh, shit. Lol. Ich will echt nicht, sag mal echt nichts dazu. Das brauche ich, glaube ich, auch nicht. Killstealer, Mars und Miner. Ach ja, noch als kleine Info, wenn ihr den Steamer verwenden wollt, das ist ja wie gesagt für die Play, müsst ihr 10 Assists haben. Das kann manchmal, sehr schwer. Und der war auf jeden Fall gekillt. Keep stealing, keep stealing in this game. Ich sollte eigentlich zurück. Aber man will ja nicht. Ich glaube, ich gehe mal zurück, oder? Nee. Oh, was geht denn? Okay, zurück. Ja, doch. Hopp. Was hab ich jetzt gemacht? Der Kill war sowas von unverdient. Seraph ist so neben mir hergelaufen. Das gibt's ja nicht. Ach, wie herrlich. So. Upgrade. Schuhe sind voll geupgradet. Der starb so ein bisschen. Die Handschuhe kommen zum Schluss, weil die am meisten kosten. Dafür ist auch der Effekt nicht geil am Schluss. So, ich laufe mit 9 Kills und 2 Toten rum, also mit die beste Score von allen. Ich liebe es, ja, ich liebe es. Also wenn man ein bisschen, wenn man LoL gut spielen kann, oder zumindest ein bisschen schon mal gespielt hat, öfters. Dann ist es eigentlich ein Klacks. Das ist wirklich ein Klacks. Oh ja, jetzt kommen sie. Schade. Gold geklaut. Meine Güte. You know getting minions. Und ich push einfach mal jetzt die Lane. Weil ja keine Auffassung von denen anscheinend. Die Gegner laufen alle raus. Die hauen dann jetzt halt auch noch ein Tor raus.
alles. Es macht so einen Spaß, weil die es alle nicht können. So, na, da wird es, glaube ich, nicht gereist. Vielleicht ist es kleiner Snare. Aber nichts Weltbewegendes. Poppen uns zurück, wir haben. Nee, warten noch, bis wir die Gold haben. Und ich versuche mal hier eh zu gacken. Ich glaube, der wird es nicht überleben. Nee, er wird es nicht überleben. So. Manchmal glaube ich es ja nicht. Manchmal glaube ich es echt nicht. Level 6, kriegen wir tot. So, und. Ich glaube, ich sollte noch den Kuss gehen. Da habe ich, glaube ich, am meisten Schaden von euch. Da, wenn ich so denke, bis jetzt bin ich auch zurecht gekommen. Oh, Level 5, Level 14. Ah, kann ich da was? Aber ich habe zu wenig Mana. 100, nee, 200 Mana und 160. Ich kann nur eine Attacke machen. Scheiße. Warten wir mal kurz. Wie viel brauche ich denn? Insgesamt? 360 oder was? Oh, das haben wir fast. You're about to die. Tod meiner. Hahaha. Das macht so Spaß. Aber das war auch fies, er war Level 5. Okay, Level 7 jetzt, aber hat immer noch keine Items. Er weiß ja echt nicht, wie das Spiel geht. Tut mir auch leid ein bisschen. Das wird einem nämlich im Spiel gar nicht erklärt, wie das geht. Sie holen uns das hier und finden nur noch die 1000, das 1200er Upgrade, was wir fast haben. Und nee, wir haben 130. Sollte doch richtig gucken. Gehört auch dazu. Also das Spiel, wie man sieht, ist auch schon fast für uns komplett entschieden. Das wird nicht mehr lange dauern. Aber es lohnt sich auch mal so neben dem Steam-Erfolg für die 10 Assists. Es lohnt sich einfach mal reinzugucken. Es ist doch sehr erheiternd, das Spiel. Auf seine eigene Art und Weise. So kann man es, glaube ich, gut ausdrücken. Double Kill, Bitches! Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich glaube, es würde ich mich jetzt nicht trauen, so Double Kill zu machen. Ich dachte, so süß wie ich hier gerade. Könnte mein Kollege ja helfen, aber nee, da hätte ich jetzt keine Lust. Obwohl, doch, doch, das könnte ein Gank werden.